Montag, der 24. Oktober. Herzlich willkommen zu Gut gedruckt. Yeah. Und das sind die Themen heute. Krisentreffen der EU, Libyen feiert Befreiung und Parteitag der Linken. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben das Gipfelwochenende in Brüssel beendet, ohne konkrete Ergebnisse zur weiteren Ausgestaltung des Euro-Rettungsschirms EFSF. Ein weiteres großes Treffen am Mittwoch soll die Entscheidung bringen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es hierzu unter dem Titel »Griechenland braucht viel mehr Hilfe, die Banken sollen bezahlen«. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Sonntag, die EU-Finanzminister hätten sich im Grundsatz bereits auf eine Lösung zur Bankenrekapitalisierung verständigt. Es seien aber auf allen Feldern noch weitere Beratungen erforderlich. Endgültige Entscheidungen sollen auf einem weiteren Gipfeltreffen am Mittwoch fallen. Frau Merkel hob in einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Sarkozy hervor, die Verzögerung sei ausschließlich auf die technische Komplexität der diskutierten Fragen zurückzuführen. In Die Welt kommentiert Dorothea Siems die Bemühungen der Euroretter wie folgt: Warten auf den Big Bang. Wer auf den Befreiungsschlag in der europäischen Schuldenkrise hofft, auf einen Big Bang, der wird wohl wieder einmal enttäuscht. Den großen Wurf kann es schon deshalb nicht geben, weil die beteiligten Regierungen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie das neue, das bessere Europa aussehen soll. Wie groß diese nationalen Unterschiede nach wie vor sind, wurde im Vorfeld des Brüsseler Gipfels überdeutlich. Der französische Präsident kämpfte erbittert darum, dem Europäischen Rettungsfonds den unbegrenzten Zugriff auf die Gelddruckmaschine der Europäischen Zentralbank zu verschaffen. Für die Deutschen mit ihrer geerbten Inflationsphobie ist dies eine Horrorvorstellung. Schon die Ankündigung, die gigantische Summe des Rettungsfonds über einen Hebeltrick nochmals auszuweiten und damit das Risiko der hiesigen Steuerzahler zu vervielfachen, verlangt den Bürgern der stärksten Wirtschaftsnation Europas übermäßig viel ab. Und Bundesbankchef Jens Weidmann hat mit seinen Mahnungen recht, dass auch immer größere Rettungspakete nicht die Lösung der Krise darstellen. Nach 1,5 Jahren fruchtloser Rettungsbemühungen nähert man sich nun endlich einer Umschuldung Griechenlands. Und auch in der Süddeutschen Zeitung wirft Kerstin Gemmelin einen Blick zurück auf den Krisengipfel. Unter »Blick in den Abgrund« lesen wir: Gäbe es so etwas wie einen Spiegel der Wahrheit in dieser Schuldenkrise, so hätten die europäischen Staatenlenker an diesem Wochenende erstmals wirklich einen Blick riskiert. Was sie darin hätten sehen können, übertrifft alle negativen Erwartungen. Im Epizentrum der Krise, in Griechenland, sind die Schockwellen größer als zuvor. Auch anderswo in Italien oder Portugal gibt es keine Entspannung. Es ist nun glasklar, das historische Vorhaben, die weltweit zweitgrößte Währung Euro zu retten, mit dem kleinen Trippelschritten der auf nationale Interessen Rücksicht nehmenden Politiker nicht gelingen kann. Dieses Gipfelwochenende von Brüssel markiert nichts weniger als den Wendepunkt der seit 2 Jahren währenden Krise. Lang hat es gedauert, bis sich die Euro-Retter dazu durchgerungen haben, die geahnte, aber stets ignorierte volle Wahrheit über Griechenland auf den Tisch zu legen. Der Bericht der Inspektoren der Troika aus Internationalem Währungsfonds, EU-Kommission und Europäischer Zentralbank liest sich wie eine Horrorstory. Er stellt alle bisherigen Rettungsversuche der Europäer in Frage. Hellas war der Pleite noch nie so nahe und das trotz aller Hilfen. Schwarz auf weiß bescheinigt die Troika den Staats- und Regierungschefs der Währungsgemeinschaft, dass ihre Kreditprogramme die Krise sogar weiter angeheizt haben. Ein Land, das kein Geld hat und dessen Unternehmen marode sind, kann keine hohen Zinsen auf Kredite zahlen, ohne dass die Schulden wachsen. Im schlimmsten Fall benötigt das Land in den nächsten Jahren zusätzlich 444 Milliarden Euro, um wieder auf die Beine zu kommen, und wäre dann allerdings immer noch weit davon entfernt, die Schuldenregeln des Euroclubs einzuhalten. Trotz der Milliarden, die verbal bewegt werden, darf nicht übersehen werden: Egal, wie viel Geld mobilisiert wird, retten wird es den Euro nicht. Man kauft nur Zeit, um die grundsätzlichen Probleme zu lösen. Das wirtschaftliche Auseinanderdriften der 17 Euro-Länder muss beendet werden. Nötig ist solides Wirtschaften.
Und weil die Zeit immer teurer wird, muss der Gipfel am Mittwoch wirkliche Veränderungen einleiten. Dazu gehört die von vielen Ländern geforderte Installierung eines mächtigen, unabhängigen Haushaltskommissars. Berlin, das noch darauf pocht, erst den EU-Vertrag zu ändern, riskiert, dass das Abrutschen des Euro zum Absturz wird. 3 Tage nach dem Tod des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi hat das Land mit einem großen Festakt das Ende von dessen Herrschaft gefeiert. Das berichtet heute die Welt. Basis für das neue Leben in Libyen solle die Scharia sein, die islamische Rechtsprechung. Weiter heißt es unter dem Titel »Libyen feiert seine Befreiung«. Zehntausende versammelten sich im Zentrum der Stadt Benghazi, wo der Aufstand gegen Gaddafi vor 8 Monaten seinen Anfang genommen hat. Dort verkündete der Übergangsrat: Hiermit erklären wir der ganzen Welt, dass wir unser geliebtes Land mit seinen Städten, Dörfern, Hügeln, Bergen, Wüsten und dem Himmel befreit haben. Gleichzeitig meldete sich der zeitweise für tot erklärte Sohn Saif al-Islam beim arabischen Nachrichtensender Al-Arabiya. Er wolle den Kampf fortsetzen. Sein Aufenthaltsort ist nicht bekannt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung finden wir einen Kommentar, der sich in diesem Hinblick speziell mit der Rolle Amerikas beschäftigt. Unter dem Titel »Minimalinvasiv« lesen wir: Gemessen am dummen Irakkrieg wie am guten Krieg in Afghanistan hat die NATO im libyschen Luftraum minimalinvasiv operiert. Der amerikanische Präsident hätte nun am liebsten beides verkündet, das sofortige Ende der Nordafrika-Mission und die Heimkehr der letzten Soldaten aus dem Irak. Die zweite Erfolgsmeldung ist zwar Amerikas Versagen zu verdanken, in Bagdad eine langfristige Truppenpräsenz durchzusetzen, doch diese Schmach werden die Amerikaner Obama nachsehen. Strategische Geduld ist das Letzte, worin sich die vom Weltunfrieden überforderten Bevölkerungen des Westens gern üben, erst recht, wenn die Politik ihnen Kurzatmigkeit vorlebt. Auch in ihren Reihen ist das Bedürfnis groß, in den Jubel von Benghazi einzustimmen und den irakischen Albtraum für ausgeträumt zu erklären. Ein Blick ins Kosovo freilich müsste genügen, um nüchtern zu werden. 12 Jahre ist der vorletzte Luftsieg der NATO über Serbien her, doch ihre Soldaten müssen auf dem Balkan noch immer Frieden schaffen. Auch die Verantwortung für Libyen und den Irak lässt sich nicht einfach abschütteln. Wir bleiben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wechseln zum Parteitag der Linken am Wochenende in Erfurt. Dort hat sich die Linkspartei 4 Jahre nach ihrer Gründung ein Programm gegeben. 96,9% der Delegierten stimmten für den Entwurf. Er wird nun den Parteimitgliedern zur Urabstimmung vorgelegt. Unter Die Linke gibt sich antikapitalistisches Programm, lesen wir weiter. In ihrem Programm setzt sich die Linkspartei einen Systemwechsel hin zum demokratischen Sozialismus zum Ziel. Banken und Energieunternehmen sollen verstaatlicht und eine 30-Stunden-Woche eingeführt werden. Die Partei will die NATO aufgelöst und Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet sehen. Rauschgift soll legalisiert werden. Der Parteivorsitzende Klaus Ernst nannte das Programm einen Meilenstein. Der frühere Vorsitzende Oskar Lafontaine rief die Partei zu Selbstbewusstsein auf. Wir brauchen den aufrechten Gang und dürfen uns nicht in die Defensive treiben lassen. In der Frankfurter Rundschau kommentiert Bernhard Honningfort das Programm der Linkspartei unter links und rechthaberisch. Hier heißt es: Willkommen im Club. Die Linke hat jetzt auch ein Parteiprogramm. Es macht die Partei noch linker, noch randständiger. Die große Leistung der Linken besteht darin, es ohne wüste Redeschlachten und Verletzungen verabschiedet zu haben. Man hat sich 3 Tage manierlich benommen. Nur, die Konflikte bleiben, die Lager bleiben, der Streit um das künftige Führungspersonal beginnt erst. Es hat sich also nichts verändert. Ein Rätsel wird sein, wie und ob die Linke irgendwann im Bund mitregieren möchte. Ihr Programm ist ein Programm gegen die anderen. Ihre Haltung ist der Lafontaine'schen Zorn auf SPD und Grüne. Wir haben Recht, wir hatten immer Recht. Die Linke hat sich in Erfurt noch weiter auf den Weg ins Abseits begeben. Sie glaubt, dass ihr die Herzen der Massen zufliegen, wenn sich die Finanzkrise weiter verschärft. Sie glaubt, mächtiger zu werden und der Konkurrenz die Spielregeln diktieren zu können. Dafür spricht nur wenig bis nichts. Seit über 3 Jahren ist Krise. In den Wahlen seither hat die Linke in den Ländern nur verloren. Ihr Zuspruch sinkt in großen Schritten. SPD und Grüne dürften noch weniger Lust auf Kooperation verspüren.
Viele Leute bescheinigen ihr, Dinge richtig zu analysieren und richtige Fragen zu stellen, aber nur wenige trauen ihr zu, die Verhältnisse verbessern zu können. Nach dem Erfurter Parteitag dürften es noch weniger sein. Wir kommen nach Rheinland-Pfalz. Über 10.000 Menschen demonstrierten am Wochenende zwischen Mainz und Wiesbaden gegen den zunehmenden Fluglärm. Mit Schwellköppen, Motivwagen und Transparenten zogen sie über die Theodor-Heuss-Brücke, wie es in der Bild-Zeitung heißt. Unter dem Titel »Eine Brücke voller Protest« lesen wir weiter: »Lärm macht krank und unsere Heimat kaputt. Wir haben genug« oder »Rote Karte für Nachtflüge« stand auf den Schildern. Dieser Flughafen ist ein Krebsgeschwür, die Umwelt wird zerstört, damit die Kassen bei Fraport und Lufthansa stimmen, rief Demo-Organisator Michael Wilk. Der Mainzer Medizinprofessor Thomas Münzel warnte, durch den Lärm der neuen Anflugrouten sind 350.000 Menschen der Gefahr von zunehmenden Herzinfarkten, Schlaganfällen und Tumorerkrankungen ausgesetzt. Die Demonstranten forderten ein Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr und eine generelle Deckelung der Flugbewegungen am Rhein-Main-Airport. 464.000 Starts und Landungen gibt es jährlich. Die Zahl soll bis 2020 auf über 700.000 ansteigen. Wir werden vor Gericht ziehen, unterstrich der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz. Die Allgemeine Zeitung kommentiert den Bürgerprotest wie folgt: Eindrucksvoll. Mehr als 10.000 Menschen aus der Region haben am Samstag in Mainz gegen den Fluglärm über Rhein-Main demonstriert. Ein beeindruckendes Bild. Beeindruckend auch, weil ein Großteil derer, die da mit Transparenten durch die Straßen gezogen sind und lautstark Protestparolen gerufen haben, bislang keine oder kaum Erfahrungen mit Demos haben dürften. Alt und jung, Familien mit ihren Kindern, viele gut Bürgerliche machten ihrem Ärger über den nervenden und krankmachenden Lärm Luft. Die Parallelen zu den Protesten gegen Stuttgart 21 sind unübersehbar, auch wenn in der baden-württembergischen Landeshauptstadt weitaus mehr Menschen mobilisiert wurden. Die Mainzer Demo hat einmal mehr gezeigt, dass mittlerweile auch die sogenannte Mitte der Gesellschaft bereit ist, für ihr Anliegen auf die Straße zu gehen. Friedlich und im Mainzer Fall auch mit kreativen Ideen, deshalb aber nicht weniger nachdrücklich und nicht weniger wütend. Die Verantwortlichen, allen voran die aus der Politik, wissen, dass sie die Macht dieser Menschen und gutbürgerlichen Wählern nicht mehr unterschätzen dürfen. So ist zu erklären, dass die Unterstützung durch die Politik derzeit deutlicher ausfällt als noch vor wenigen Jahren. Dennoch hat sich am Wochenende auch ein Dilemma gezeigt. Denn solange in der globalisierten Welt der Flugverkehr eine solch hohe Bedeutung hat und daran wird sich so schnell nichts ändern, werden alle Proteste nur bewirken, dass sich der Lärm der Jets nach dem St. Florians-Prinzip in andere Regionen verlagern. Das zeigen die aktuellen Pläne von Lufthansa Cargo, Nachtflüge von Frankfurt nach Köln-Bonn zu verschieben, wo sich nun ebenfalls Protest regt. Kaiserslautern bekommt eine Mall. Unter diesem Titel kündigt die Allgemeine Zeitung den Bürgerentscheid vom Wochenende an. Hier heißt es weiter: Die Mehrheit der Bürger von Kaiserslautern hat sich für den geplanten Bau eines großen Einkaufszentrums in der Stadtmitte ausgesprochen. Damit scheiterte eine Bürgerinitiative gestern bei dem Entscheid unter dem Titel »Neue Mitte Kaiserslautern«. Von den 29.000 abgegebenen Stimmen votierten nur 33,6% im Sinne der Initiative für einen kleineren Ausbau, 66,4% im Sinne der Stadt für die Mall. Über 76.000 Bürger waren zum Entscheid aufgerufen. Die Stadt will der City neue Strahlkraft geben und ein Karstadt-Gebäude zu einer Shopping-Mall erweitern. In der Rheinpfalz kommentiert das Hans-Joachim Rezimski. Er schreibt: Ein dicker Punkt. So kontrovers und aggressiv das Projekt Shopping Mall in den zurückliegenden Monaten in Kaiserslautern diskutiert wurde, so eindeutig fiel gestern das Ergebnis des Bürgerentscheids zugunsten des Einkaufszentrums von ECE am Standort Karstadt Alter Theaterplatz aus. In der Eindeutigkeit liegt ein Wert an sich. Die Eindeutigkeit verhindert, dass die Diskussion wieder von Neuem entflammt. Bei einem knappen Resultat wäre dies zweifellos möglich gewesen. Der Bürgerentscheid hat die Klarheit geschaffen, die Kaiserslautern gebraucht hat. Er war das Instrumentarium, das zur Klärung und Befriedung der Situation vonnöten war. Er hat einen Punkt hinter die Diskussion gesetzt.
einen ganz dicken. Eine ähnliche Diskussion wird seit einiger Zeit auch in der Landeshauptstadt geführt und könnte durch den Entscheid in Kaiserslautern wieder vorangetrieben werden. Darauf geht heute die Mainzer Rheinzeitung unter dem Titel »Erfolg für ECE-Pläne« ein. Für die Mainzer Altstadt-SPD steckt in dem Ergebnis auch eine Erkenntnis für die ECE-Pläne in Mainz. Es war richtig, dass der Investor ECE in Kaiserslautern schon vor dem Bürgerentscheid auf ein vernünftiges Maß zurechtgestutzt wurde, betont Andreas Behringer, Vorsitzender der Altstadt-SPD, direkt nach Auszählung der Stimmen. Erst die drastische Reduzierung von ursprünglich 30.000 Quadratmeter auf 20.800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat dafür gesorgt, dass das Einkaufszentrum in Kaiserslautern jetzt mehrheitsfähig wurde. Nun müsse ECE endlich auch für die Domstadt ein mehrheitsfähiges Konzept vorlegen. Im Herzen von Mainz darf es keinen Fremdkörper geben, der den gewachsenen Einzelhandel aussaugt, so Behringer weiter. Man habe die Chance, an der Ludwigsstraße ein gesundes Einzelhandelsquartier zu entwickeln, das in die Altstadt integriert ist und somit das Herz der Stadt stärkt, statt es anzugreifen. Wir kommen nun zu unseren Veranstaltungstipps mit vielen Ideen für Ihre Freizeit. Das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern zeigt unter dem Titel Faszination Wasserfarbe eine Ausstellung mit Highlights aus dem Bestand der grafischen Sammlung. Präsentiert wird eine Auswahl grandioser Aquarelle des 20. Jahrhunderts. Die qualitativ herausragenden Werke zeigen Eigenheiten der Aquarelltechnik, die eigentlich einfachste Technik der Malerei, die jedoch durch den richtigen Einsatz der Wasserfarbe zu äußerst ästhetischen Ergebnissen kommt. Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt des Aquarells auf allerhöchstem Niveau. Faszination Wasserfarbe noch bis zum 30. Oktober in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern. Weitere Informationen auf pfalzgalerie.de. Die Ausstellung Nico Krebs versus Taio Honorato zeigt eine umfassende Werkschau des Schweizer Künstlerduos mit Fotos, Skulpturen und Installationen. Die beiden Künstler erschaffen in ihren analogen Fotografien Illusionswelten, die mit Hollywood-tauglichen Spezialeffekten erzeugt werden. So glaubt man zu erkennen, worum es sich handelt, wie zum Beispiel die Straße, die Richtung Horizont führt. Doch dann kommt der Aha-Effekt, es ist alles nur Einbildung. Nico Krebs versus Taio Honorato noch zu sehen bis zum 6. November in der Kunsthalle Mainz. Weitere Informationen auf kunsthalle-mainz.de. Mause tot, Menschen, Mäuse, Mausefallen. Eine skurrile Sonderausstellung von Wolfhard Klein über die Geschichte der Mausefalle im Technikmuseum Speyer. Gezeigt werden historische Mausefallen aus mehreren Jahrhunderten, bis zu den jüngsten Fallentypen, die bei einem Fangerfolg sogar eine SMS verschicken. Unter den ausgestellten Exponaten befindet sich die einzig erhaltene historische Kastenfalle, die sich nach erfolgreichem Fang selbst verriegelt. Mausetod – Menschen, Mäuse, Mausefallen von Wolfhard Klein ist noch bis zum 30. November täglich in der Lillerhalle des Technikmuseums Speyer zu sehen. Weitere Informationen auf speyer.technik-museum.de. Das war die Ausgabe der Presseschau an diesem Montag. Das ganze Team von Gutenberg TV wünscht Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen. Yeah.